Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Heute Abend Raid-Stunde mit Entei, wie auch immer. Brauche ich eigentlich nicht mehr, habe ich schon 100er, habe ich schon Shinies, habe ich schon Lucky Shinies. Trotzdem werden wir auch dieses Format wieder führen heute Abend, denn ich nehme ja gerne eure Einladungen an und gucke, wer kriegt einen Punkt auf der Raidmania Top-List, mit wem steige ich auf, wer schafft es in die Lobby, kriege ich vielleicht noch ein Shiny im Stream, kriege ich noch ein 100er, kriege ich sonst was, nimmt man vielleicht XL-Bonbons mit oder einfach nur Erfahrungspunkte, und das wird auf jeden Fall immer eine richtig fette Sache, eine heftige Zeit, abends dann wieder Wrestling. Ihr wisst, Mittwoch ist eigentlich immer mein Lieblingstag. Jetzt habe ich heute aber so vollgestopft, ich muss noch einiges anderes machen. Deshalb wollen wir gar nicht lang fackeln, zeigen euch natürlich wieder die Highlights der Woche. Am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche und wir haben heute das allererste Mal den Fail der Woche in der Sendung. Den sagt man aber dann einfach so, da wird jetzt nicht extra Trara drum gemacht, einfach nur den Fail der Woche. Jetzt aber los mit den Highlights. Angefangen hat die Woche beim Jojo hier mit einem 100% Groudon. Sehr cool, ich habe gewonnen. Ihr seht hier, am 20. war das. Groudon und Kyogre sind ja leider weg, waren aber auf jeden Fall wieder zwei heftige, sinnvolle, starke Pokémon, wo man einfach nicht genug raiden kann. So, Jojo hier mit einem 100er angefangen. Brainy Stendal aus der PvP, also aus der GBL League. Das habe ich deswegen mit reingenommen. Es ist zwar kein Shiny und kein gutes, aber es ist aus PvP. Das möchte ich euch zeigen, dass es wieder möglich ist, Legendäre aus der GBL zu bekommen. Einziger Kritikpunkt ist die silberne Sananabeere. Warum? Die gelbe reicht doch, das kann ja eh nicht fliehen, ja? Du hast also sozusagen unendlich Versuche, aber vielleicht hat er keine gelb mehr gehabt, hat nur noch silberne gehabt, wie auch immer. Hätte aber auf jeden Fall eine gelbe gereicht. Julchen hier, oh, gar nicht mitgekriegt, ein 100% Skalyk. Das auch richtig heftig, kriegt er hier nur aus den 100% Eiern, kriegt er hier nur aus den 12 Kilometer Eiern. Kann man also nicht mit einer Map erbotten oder sonst was. Also da ein 100er zu haben, ist eine feine Sache auf jeden Fall. Julchen ebenfalls, da fährt man mal hin, ne? 100% Hydropi hier, 100% Schwalbini nehme ich mit. Burkhardt, während der Raid-Stunde ein Shiny Pupanz. Hat sich dann auch gefreut, endlich warst du mal wieder bei mir im Raid, ne? Und das kann heute Abend ja wieder passieren. Vielleicht bei Burkhardt, vielleicht bei euch, wenn ihr mit mir befreundet seid. Dann vorbelastet mit einem Shiny Groudon. Ich feiere immer noch diese Farbe dabei. Jojo aus dem 12-Kilometer-Ei, also 100% Absol aus dem 12er-Ei mitgenommen, vorbelastet. Shiny Groudon Nummer 2, Skandalpara Nummer 3 ist auch im Sack. Shiny Kyogre mitgenommen. Heiko, Shiny Stolunior, 100% Kyogre, Shiny Groudon, Shiny Pummeluff. Burkhardt hat die 1000 Rocket Rüpel geschafft. Wie weit seid ihr da? Könnt ihr mal reinschreiben. Burkhardt, beim Glückstausch kommt immer nur Müll raus. Beim Random-Tausch dann ein 100% Lucky. Wer kennt das? So viele garantierte Lucky Trades mit Lucky Friends und es kommt wirklich einfach nur Mist raus. Und dann tauscht ihr ein Pokémon einfach so und es wird Lucky und auch noch 100 und ihr denkt euch, toll, krass. Ich habe jetzt schon wieder so viele Glücksfreunde abgearbeitet und es ist nichts bei rausgekommen, nur Müll. Ausgebrütet aus einem 7-Kilometer-Ei, Dohond, ein 100% Gala, nee, Alola, ein 100% Gala, ein 100% Alola Mauzi auf jeden Fall. Hannes hier, erlöstes 100er Sichlor, Hannes mit einem Shiny Pupanz. Im Regen kein Boost von Wasser-Pokémon, das auch sehr traurig, da regnet es halt schon, aber kein Boost. Vielleicht hat es erst angefangen zu regnen, als ihr schon im Kampf wart und dann hat es so irgendwie, ich weiß es leider nicht. Ich sehe nur die Zeit, wo ich es abgescreent habe, ich weiß leider die Raid-Zeit von euch nicht. Normalerweise bei Regen hätte es Wetterboost sein müssen, war es aber nicht. Brainy hier mit einem Gotcha, Shiny Schwalbini mitgenommen, Bobserob freut sich auch hier über das 100% Kyogre, Bockwurst King, Shiny Ninkata, Jewel schickt mir hier. Daban, was auch immer das ist, ist ein Mann, hat sie mir erklärt. Ich dachte, das ist eine Frau. Sitzt auf der Bank rum, ne? Eingemummelt mit Maske. Und dann Shiny Daban. Und das sieht sogar, die Schuhe sind anders, die Hose ist anders, die Jacke ist anders, die Maske ist anders. Das möchte man doch gerne. Warum hat man aber bei der normalen Version, will man einen Hyperball nutzen und bei der Shiny-Version nur einen Pokéball? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Aber
kann man ja noch austauschen. Finde ich auf jeden Fall lustig, das Bild. Dann Skandalpara, wenn man schon kein Shiny Voldy bekommt, gönnt er sich hier ein Shiny Krypto Fukano. Ich habe immer noch keinen Krypto Shiny, gar nichts. Vorbelastet, vorher in Pion gefangen. Was? Was? In Pong, Alter. Kennt ihr noch Pong? Sehr lustiges Spiel. Ja, gefangen hier, 3173. Hat er wohl ein paar Pushs mehr gemacht als Level 40. Denn das kommt ja eigentlich nur auf 3000 auf Level 40 als 100er. Mit 3173, seht ihr, ist das schon mehr. Auf jeden Fall ein 100% Stollos. Hier ein 100% erlöstes Blutzug bei der Heike. Julchen, klein aber fein. 100% Tarnell. Ihr wisst, letzte Woche konnte man dann Metagross entwickeln mit Sternenhieb, ohne eine Lade-TM zu benutzen. Diese Woche könnt ihr Despota entwickeln mit Katapult, ohne eine Sofort-TM, also Top-Sofort-TM zu benutzen. Julchen ebenfalls sich ein Quabbel gegönnt, 100% Meltan gegönnt. K-Joker hier mit einem Shiny Lumpy, wahrscheinlich wieder auf Arbeit. Jojo aus dem 5-Kilometer-Ei, 100er Eneko. Julchen, Shiny-Eintrag, ach Shiny-Pokedex, also Pokedex-Eintrag mit einem Shiny vor Schreck von der Couch gefallen. Shiny-Furnifras und ein Shiny-Pandia hinterher. Nummer 1, ne? Also entweder ist es ihr erstes oder sie meint, dass es halt die Form Nummer 1 ist. Auf jeden Fall ist es die Form Nummer 1. Es könnte aber auch so anders sein. Dann die Karin Suel. Die Karin Suel mit einem 100% Glücksmaromai. Sehr schön, auf jeden Fall hochziehen und 100% Shiggy. Dann sind wir auch Glücksfreunde geworden, wissen aber noch nicht, was wir tauschen wollen. Ach nee, wir haben gestern sogar schon getauscht. Hat sich also erledigt, ist leider nichts bei rausgekommen bei mir. Dann vom Viala ein Krypto Fleckmon, was er zu einem 100er erlösen kann. Übrigens wegen den Glücksfreunden. Eigentlich wäre es ja sinnvoll, jetzt so viele zu sammeln wie möglich. Und sobald man Level 48 erreicht, dann diese 50 Glücks-Pokémon zu machen. Aber man kann das ja auch random machen. Ihr wisst, Hannes hat ja immer so mit mir 100 Stück getauscht im Stream. Wir haben dann immer geguckt, was glücklich wird, was nicht. Kommen halt die Trade Stations wieder zurück. Es rennt ja nicht weg. Und wir haben noch was zu zeigen. Ist doch auch eine schöne Sache. Carsten mal, was für Raider Mittwoch. 100% Entei. Vorbelastet. 10er-Ei. 100% Emolga. Das eigentlich schon der Schocker der Woche. Sehr seltenes Pokémon auf jeden Fall. Und aus dem 100er zu bekommen ist immer fein. Und dann auch noch sowas Seltenes. Also feier ich. Brian bedankt sich für die Einladungen, hat hier auch ein Shiny Entei mitgenommen. Kate Joker mit einem Shiny Kramurks, Bockwurst King, Shiny Tentacha, Sally Maus, 100% Minun und 100% Carvador. Heiko mit dem Shiny Roselia, ist ja noch kein C-Day Pokémon. Erst nach dem C-Day Pokémon zählt es für mich als C-Day Pokémon und dann würde ich auch Shiny Roselias nicht mehr mit reinnehmen. Ich habe auch alles, was jemals einen C-Day hatte, mir haben auch so viele Leute wieder Shiny Hornio geschickt. Habe ich nicht mit reingenommen. C-Day-Pokis lasse ich immer raus. Auch wenn ihr die außerhalb des C-Days fangt. Trotzdem ist das halt dann nichts Besonderes mehr, so gefühlt. Jetzt ist es aber noch drin. Ebenfalls Heiko. 100er Flemly. Shiny Kanibania. Shiny Mediti. 100er Nebulak. Shiny Makuhita. 100er Macholo. Wenn er es erlöst. Er lässt es aber bestimmt so. Kann man auch was mit anfangen. 100er Drassler. Shiny Krypto Fukano im Schnee. Shiny Petsneef. 100er Nidoran, wenn man es erlöst. Dann hat er 2000 legendäre Raids voll bekommen. Könnt ihr auch mal reinschreiben, wie viel ihr habt bei eurer legendären Raid-Medaille. Noch ein Shiny Krypto Fukano, Shiny Pummeluff, 100er Kokuna, 100er Honlio beim Erlösen, Shiny Lumpy, 150 verschiedene Pokémon-Arten in Raids. Das ist auch eine der neueren Medaillen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe 49 auf meiner. Ich habe gerade mal 49 verschiedene Arten geradet. Dabei raide ich doch so viel. Aber ich raide halt immer nur 5er. Und wenn ein Monat lang ein Giratina drin ist, dann ist das halt ein Monat lang nur ein Pokémon und ein Giratina. Man müsste also jede Woche, wenn die Raid-Bosse wechseln, jegliche Mist raiden, dass man sagt, jetzt habe ich auch mal einen Pandia-Raid gemacht. Auch wenn man das überhaupt gar nicht braucht, weil man alle als Shiny hat, macht man einfach nur einen Pandia-Raid, damit das eben für diese Aufgabe dazu zählt. Und einen Miltank-Raid und einen Flamly-Raid und einen Hydropi-Raid und was weiß ich noch alles. Einfach nur, damit es für diese Aufgabe dazu zählt. Oder man wartet und in 20 Jahren ist sie dann auch voll durch Legendäre.
Shiny Petsniff, Shiny Songkern, Shiny Petsniff schon wieder, Shiny Entei, also ich glaube, das ist die Heiko Edition. 100er Endivir, Shiny Pichu, Shiny Bronze. Jetzt aber zum Celal und der kommt gleich wieder mit einem Witz um die Ecke. Mein Stift ist schwarz, aber er kann rot schreiben. Wie geht das? Ganz einfach, schau hier. Dann nimmt er einen Zettel und schreibt mit seinem schwarzen Stift das Wort rot und alle drehen durch. Ah, du Arschloch, na warte. Verarscht einfach nur. Ist aber, guck mal, mein Stift ist schwarz, aber kann rot schreiben. Hä, wie denn? Ja, hier, rot, guck. Kann man ja mal machen, ne? Mach das mal bei der nächsten Party, beim nächsten Geburtstag. Das finde ich auch besonders genial, vor allem, weil es mit Vince McMahon ist. Geht ein Fünfer-Ei auf. Ist ein Kyoke drin. Ah, haben wir besiegt, kurz vor Ende. Oh, es ist ein Shiny. Oh mein Gott. Und dann plötzlich, was? 100%? Und er rastet komplett aus. Also, davon bitte mehr. Ich hoffe, es gibt noch so viele Memes davon, mit Vince McMahon wieder da sitzt und einfach übelst abgeht. Auch beim Celal. Shiny, Stolunio Shiny, Kyokre, Nuller, Voltilam. Dann habe ich wieder mal nicht gerafft. Hier ein Bild mit Rayquaza. Das fliegt weg, guckt so zurück und fragt sich, what the shit? Süße Augen übrigens bei dem Rayquaza. Also, das finde ich niedlich. Aber ich raff's nicht. Erklärt mir das mal. Da fliegt einfach da das Schloss so rum oder hängt in der Wolke oder macht irgendwas oder was ist das? Was bedeutet das? Ich weiß es nicht. Dann Carvador gegen, wie hieß er denn hier? Yamcha, ja gut, Yamcha, wie hier Kelin, ja, Dula, von Dragon Ball auf jeden Fall, Kollege, ne? Ey, das ist ja nicht der, das ist ja der, also. Ich bin gar nicht durch. Auf jeden Fall, Carvador macht. Was macht er eigentlich? Platscher. Und er stirbt. So. Jetzt könnt ihr drunter schreiben nochmal, Ramses, wir erklären es dir mal, ne? Schreibt das mal drunter, dass ich da durchblick. Hier auch, Tyranitar, also Despota, Giga Impact. Ah, zack, Stein hingeschmissen, alles explodiert, fertig und dann. Kommst nicht weiter, weil der Stein blockiert deinen Weg, Bruder. Oh, come on, ne? Also, es ist schön, dass da immer so Bildchen dabei sind, aber die meisten verwirren mich einfach und stellen mich bloß. Kando Fried Pidgey, ne? Statt KFC, Kentucky Fried Chicken. Einfach ein Kando frittiertes Taubsi. Warum nicht? Kann sich Taubsi ja mal als Profilbild machen. Dann ist ihm noch ein Absol-Shiny geschlüpft. Keks, jetzt kommt, setzt die Geschichte eures Lebens. Keks. Hat Kyoko Raids gemacht. Am allerersten Tag. Er hatte 74 Stück. Nach dem ersten Tag 85 Stück. Nach dem zweiten Tag 102. Nach dem dritten Tag 150. 174. 186. Also hier könnte man dazu zählen, 186 im Vergleich zu vorher, wie viel er da hatte. 74. Er hat also über 100 Kyoko Raids gemacht. Das ist auf jeden Fall fett. Ihr seht immer jeden Tag, wie viel er gemacht hat und wie das gewachsen ist. Das gleiche dann mit Groudon. 77 hat es angefangen. 89. 101. 138. 159. 171. Und 175 am Ende plus das 100er. Raid 91 war dann endlich das 100er. 91 Raids für das 100er. Wie viele Raids habt ihr gemacht von Groudon? Von Kyogre. Schreibt's mal rein. Außerdem noch schöne Grüße von Keks an Adi. Der Hund heißt nämlich auch Keks, ne? Nicht nur das, was ihr esst, sind Kekse. Auch Hunde sind Kekse, wenn ihr das noch nicht wusstet. Jennifer, Nuller, Hydropi und ein Shiny Entei. Sir Ups, auch aus der Go Battle League, ne? Hätte man normalerweise nicht reingenommen, ist nicht so gut. Aber aus der Go Battle League hatten wir schon ein Groudon vorhin. Jetzt hier auch ein Kyokre aus der Go Battle League. Plus ein Shiny Roselia bei ihm. Plus ein 100er Griffel. Too Sweet For You hat mir hier ein erlöstes 100% X-Bud geschickt. Ne? Auch cooles Pokémon, trotzdem immer noch. Burkhardt natürlich auf dem zweiten Account. Ein Krypto Shiny Sichlor. Na toll, Shiny Roselia. Bald werdet ihr keine Bilder mehr davon sehen. Also in der Seed Day Episode dann danach. Burkhardt. 100er Nidoran erlöst. Der ist aber hübsch. Ah! Mann, war das laut! Sagt der Mann im Bus. Burkhardt hier auf jeden Fall noch mit einem fliegenden grünen Rotzpobel mit WP90. Nimmt man auch mal mit. Habt ihr das als Shiny? Bestimmt. Leon hier auch 100% erlöstes Golbat. Plus 100er Voldilam. 100er Hondiu beim Lennart. 100er Schwalbos beim Lennart. Geplus. Dafür nimmt man nämlich die Tags.
Lennart auch noch mit einem Shiny Krypto Sichlor. Hannes, Shiny Petsneef. 100er Mülltonne. Ich muss mir die Namen mal, dass ich das für Deponitokes. Deponitokes. Ja, jetzt wisst ihr das. Nukular, wie bei den Simpsons. Kirlia, 100%. Hannes, 100%. Schwalbos, 100%. Onyx, 100% erlöstes Nidoran. Shiny, Kyokre, steht leider kein Text unten, dass man den Namen sieht, aber weiß man ja. Shiny, Nidoran, Shiny Kyokre, 91%, also auch relativ gute IV. Dann noch ein Shiny Ineko, Shiny Pupanz, Shiny Griffel. Alles hinterher beim Pascal Schneider, 100% Lavita. Aus einem Raid, aus einer Einladung, aus einem Remote. Pass, Fern, Raid. Mit Wetterboost? Wie hoch ist dein Level? Ist das 25? Müssen wir jetzt mal die Werte angucken und vergleichen. Dann wüsste ich, ist es 20 oder 25? Ist es überhaupt aus irgendwas? Ist es wild? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, es ist aus einem Raid. Es ist 100% und es ist Level 25. Ich glaube, bei Level 20 müsste das einfach noch ein Stück weiter unten sein. Der Bogen kann mich auch täuschen. Dagro hier, 100%. Mediti, 100%. Pandimos, 100er. Hydropi, 100er. Groudon. Nächstes 100er Groudon. Will der mich verarschen? Weil das ist Wetterboost. Und das ist ohne Wetterboost. Frisch gefangen. Coole Schuhe. Und dann, nach dem 100er Pummeluft, zeigt er uns, wie heftig, nämlich Groudon Armee am Start. 200%ige. 4 98%ige, aber immer schön mit 15 Angriff. Das ist auf jeden Fall cool. Ein 96er Shiny Lucky hat er auch hochgezogen. Kommt aber nur auf 4091, wie ihr seht, hat eben auch nur 14 Angriff. Aber Groudon Armee ist am Start. Ich wollte unbedingt noch ein zweites haben, habe ich aber nicht bekommen. Jetzt gibt's Haue, Skandalpara hier. Ihr seht das, Porenda fliegt schon weg, ist erschrocken. Der Lauch fliegt in die Luft und die zwei Karadonis stehen im Weg, haben das Porenda weggeboxt. Das kleine Seemops flüchtet schon, hat Angst. Der Trainer muss es alleine mit sich ausmachen gegen zwei Karadonis gleichzeitig. Da machen wir schnell weg, damit die Sendung auch nicht erst ab 18 wird, wenn da zu viel Gewalt und Blut fließt. Pokémon Go durchgespielt vom Taubsi to Go mit einem Shiny. Taubsi, alles erreicht. Dragonite auch, 100er Groudon. Boba Mo, Raider Mittwoch, 100er Jokre. Brainy auch noch mit einem saugeilen Bild, einfach nur lecker Fischstäbchen. Ihr seht, wie das... lecker Fischstäbchen. Ihr seht, wie das Kyokre angreift, eigentlich. Aber das Groudon einfach auch angreift und ist das einfach auch Instant Death, oder? Also, ob das Kyokre danach jemals wiedergesehen wurde, ich glaube es nicht. Das ist auf jeden Fall, ich glaube, das muss das Thumbnail sein. Das ist ein geniales Bild. Dann hat er hier sich noch einen Shiny Volbeat gegönnt. Ein 100% Honnio beim Aufräumen. Mensch, ärgere dich nicht in der Lockdown Edition. Keiner kommt raus. Keiner darf laufen. Alle stehen zu Hause. Dann nochmal Groudon wieder aus der GBL, also PvP. PvP, also GBL. Sehr schön natürlich. Geitsch hat hier auch geschickt, sieht auch hübsch aus, richtig cool, ne? Hat sich ein Shiny Sichlor zum Shiny Sherox in der Krypto-Variante entwickelt, ne? Denn selbst der hat mehr Glück als ich, alle haben mehr Glück als ich, aber ich nicht. Vielleicht kommt's durch die kurzen Hosen, egal wie kalt es draußen ist, es gibt immer diesen einen Typen. Schickt mir der Sören, wenn ihr einen kennt, der beim Schnee mit kurzen Hosen draußen rumrennt, schreibt's mal in die Kommentare. Ist extra das Gesicht verpixelt, so. Dann hat er die 1000 Pikachu voll gemacht. Bisafan TV hat mal hier bei den Vorschlägen bewertet. Mein Video ist herzerwärmend, inspiriert und hat sein Leben verändert. Warum auch nicht? Dann habe ich einfach mal seinen Burger noch mit reingenommen. Der schickt mir immer lecker Essen. Das finde ich immer sehr schön. Hier auch wieder einen lecker Burger. Also für euch, das, falls ihr jetzt Hunger bekommt. Und dann habe ich einen Text mit reingenommen vom Motte. Den möchte ich euch mal vorlesen. Hallo Ramses, ich wollte einfach mal sagen, ich habe noch nie so einen mega netten, lustigen Typ wie dich gesehen. Ich weiß noch, ich war das erste Mal in deinem Stream und irgendwie wusste ich von Anfang an, der Typ ist der Beste. Und du hast uns auch gleich zum Lachen gebracht. Sagtest, wir sind deine Kumpels, kannten uns aber erst seit einer Minute. Es war mega. Und jetzt gucke ich fast immer deine Videos und versuche immer am Start zu sein. Ich weiß noch. Motte kam in den Stream, noch nie vorher gesehen, noch nichts gehört. Und dann lese ich so Motte und sage, ach Motte, altes Haus, bist auch wieder am Start. Ja, komm her, ein Kollege, ne? Kennt ihr nicht Motte, ey? Ist doch bekannt, kennt man doch. Motte, komm, wir machen das Ding jetzt hier. Gleich so geschauspielert, so
Also ist schön, wenn das ihm gefallen hat, er sich wohlgefühlt hat, seitdem immer da war, so herzlich empfangen wurde und dass das halt auch so ankommt. Andere würden sagen, der hat einen totalen Knacks weg, aber Motte fand es schön, dass er da so empfangen wurde. Ich bin glücklich, ich habe, wo ich angefangen habe, deinen Stream zu gucken, hatte ich ein legendäres Pokémon. Jetzt habe ich 13 legendäre Pokémon. Ist mega korrekt. Ja, du bist mega. Achso, es ist mega. Du bist mega korrekt. Ich weiß nicht, wie ich mich bedanken kann für alles. Ich werde später, wenn ich Geld verdiene, dir eine mega Spende geben. Einfach mal so. Ja, Motte, das war der Plan von Anfang an. Gib mir Haus, Boot und einen Baum im Garten. Das brauche ich alles. Er ist nämlich 14, kann noch nicht arbeiten. Aber egal, du sollst ja jetzt eigentlich. Du sollst ja Spaß an der Sache haben und sollst dich wohlfühlen. Darauf kommt es ja schon mal an. Ich hoffe, wir treffen uns irgendwann mal in Live draußen oder so. Ich muss sagen, ich bin stolz, das erste Mal Mitglied zu sein. Ich weiß, ich nerve manchmal auch. Und wenn du das liest, schätze ich mal, du lachst und sagst, oh ja, der nervt manchmal. Steht so da, ich hab's nur vorgelesen. Und dafür entschuldige ich mich sehr, sehr doll. Nur so bin ich halt. Muss mich da noch ein bisschen ändern, aber egal. Ich will irgendwann auch YouTuber werden, wie du, auch mit Fans zocken und denen bei Raids helfen, wie du. Und irgendwann möchte ich dir mal was Geiles schenken, wo du dich dein Leben lang freust. So, muss auf. Ich glaube, du denkst bestimmt jetzt auch, der Junge hat keine Hobbys. Warum? Denk nicht immer so schlecht. Ich denke mir einfach nur, voll schöner Text. Schön, das mal so zu lesen, auch so ausführlich. Aber mein Hobby ist es, neben deiner Seite zu stehen und dir irgendwann, wenn du Hilfe brauchst, dir helfen zu können. So gesagt, schreib mich an, ich bin immer für dich da, wenn du Hilfe brauchst. So, jetzt wirklich, hau rein, Ramses der Dicke. Bis zum nächsten Mal und ciao. Sehr schöner Text, ne? Eigentlich ist es aber meist andersrum. Meistens schreiben die Leute mich an, wenn sie Hilfe brauchen. Ich kann sowieso, wenn ich Hilfe brauche, schreibe ich meistens entweder niemanden an oder hol mich bei meiner Mama aus. Mama, die ärgert mich wieder im Internet. Und das ist eigentlich die sinnvollste Lösung. Nach diesem schönen Text haben wir jetzt aber, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, den Fail der Woche. Der schließt nämlich die Highlights der Woche ab als Fail der Woche. Und das ist das hier von Boba Mo. Guckt euch das an. Das ist einfach ein Galapandimus. Seht ihr es nicht, dass das ein Galapandimus ist? Hat Ähnlichkeit mit einem Paras. Aber ist halt Galapandimus. Das sieht man, wenn den Leuten die Ideen ausgehen für neue Pokémon. Nehmen die einfach dasselbe Pokémon nochmal und schreiben nur einen anderen Namen dran. Heftigste Karte auf jeden Fall. Er schreibt ja auch WTF. Galapandimus. Guckt euch das an. Fail der Woche. Jetzt kommt aber noch der Schocker der Woche. Und eigentlich müsste den jeder kennen, der die Woche da war und aufgepasst hat, was in der letzten Woche passiert ist. Es ist nämlich was passiert, was es vorher noch nie gab. Dazu aber jetzt. So, und der Schocker der Woche kommt diesmal nicht vom Thomas Rode, auch wenn Thomas Rode dran steht. Der Schocker der Woche kommt diesmal vom Wusa. Den Wusa kennt ihr vielleicht. Ab und zu mal, den habe ich am Anfang auch mal zu Mod gemacht, seitdem ist er mal da, meistens nicht da, dann mal wieder da, so ungefähr. Aber der Wusa hat ein was gemacht, das hat die ganze Welt in Atem versetzt, den Atem zum ins... Alle waren geschockt auf jeden Fall, denn wenn ihr hier mal genau drauf guckt, Wusa ist jetzt ein Wurm, ja? Das heißt, Wusa hat eine Mitgliedschaft beim Kanal getätigt. Wisst ihr, könnt ihr ja machen, ihr seid eh alles Würmer. Es gibt Raupi für 99 Cent, es gibt Relaxo für 4,99 € für die Leute, die sagen, ich gönne einfach mehr auf dem Kanal. Und dann gibt es Mewtwo-Mitgliedschaft. Und die Mewtwo-Mitgliedschaft ist von mir einfach wirklich nur aus Spaß erfunden worden, weil dort stand, du bietest 3 Mitgliedschaften an, dass Leute Auswahl haben. So habe ich gedacht, okay, 99 Cent für die... ist sehr erschwinglich, könnte jeder machen und die halt wirklich mehr dahinter stehen oder mehr noch geben wollen, Danke sagen wollen, können die ja mit 5 Euro dabei machen oder so. Ich weiß, andere fangen bei 2 Euro an und machen 8 Euro, dann haben die halt mehr davon, aber ich wollte es euch ja relativ günstig anbieten. Und das sind die günstigsten Varianten bei diesen 3 Sachen, aber die letzte Stufe wollte ich halt nutzen, um ein bisschen zu trollen. Und deswegen habe ich die Mewtwo-Mitgliedschaft angeboten für 99 Euro, weil das das teuerste ist, was es gibt. Habe einfach Mewtwo angegeben und alle Leute so, Ramses, warum ist Mewtwo so teuer? Ist das dein Ernst? Und ich denke mir, ihr müsst das doch nicht machen. Mewtwo, wenn jeder jetzt hier, stell dir mal vor, Mewtwo wäre 5 Euro.
dann hätten wir, was weiß ich, 20 Mewtwos. Das ist doch nichts Besonderes mehr. So war Mewtwo 99 Euro. Ich weiß, Biala und Hannes zum Beispiel, die wollten schon mal Mewtwo machen. Ich habe denen dann aber davon abgeraten. Ich habe gesagt, nö, macht lieber, ihr seid ja eh schon Mitglied. Dann gebt lieber zwischendurch mal was so verteilt, anstatt jetzt einmalig so im Hintergrund läuft das so ab. Da siehst du eh keinen Unterschied großartig. Ich sehe den nur vielleicht dann, aber ihr seht den jetzt nicht so großartig. Aber der Wusa, das hat der Wusa gemacht. Der hat eine Mitgliedschaft einfach gemacht. Willkommen bei Mewtwo! Boom! Das heißt, es ist das allererste Mitglied auf dem Kanal, was die Mewtwo-Mitgliedschaft gemacht hat. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Er hat geschrieben, ja, einer muss ja mal den Anfang machen hier. Aber stellt euch das vor, Mewtwo-Mitgliedschaft für 99 Euro im Monat. Wer macht das schon? Das ist völlig geisteskrank. Ich bedanke mich trotzdem. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll oder ob es mir leid tun soll, da ihr ja trotzdem wisst, dass YouTube immer so 30% der Einnahmen erstmal abzwackt und dann was rausgibt. Das heißt, wenn jemand 100 Euro im Monat bezahlt, sind das ja trotzdem nur 70 Euro für mich. In dem Sinne, weil YouTube sagt, ach, 30 gönnen wir uns erstmal. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich mich wirklich jetzt extrem darüber freuen soll oder lieber sagen soll, ey, mach das nicht nach dem Monat, ist gut, lass das, YouTube bereichert sich nur davon. Oder, ich weiß nicht, schreibt mal eure Meinung dazu. Ist es sinnvoll, Mewtwo-Mitglied zu sein oder dann lieber zwischendurch mal zu sagen, hier, habt ihr mal 5 Euro rübergeschickt oder so, zack, kannst du wieder deine Sachen aufladen, dass kleine Spenden vielleicht erschwinglicher sind. So, das war's jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus. Das war der Schocker der Woche. Ich habe sowas echt noch nie gesehen. Das war so ein Schockmoment. Wir sehen uns heute Abend wieder in der Raid Mania, in der Raid-Stunde. Ich freue mich auf eure Einladungen bei Entei. Mal gucken, was das wird. Levelaufstiege auch wieder heute gemacht für Best Friends. Über Friends, alles mögliche, außer es steht was dran mit, wie heißt das nochmal, würde Naturin sagen, außer es steht was dran mit Open Sea Day, dann bleibt es natürlich zu. Das war es jetzt aber von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.